Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test mit Facecam. Hallo. Wir spielen heute Slender Mod. Slender Mod ist wie Slender. Es soll aber noch ein bisschen gruseliger sein als das normale Slender. Ja, wie ihr seht, ich spiele die Trial-Version, da ich es leider nicht habe. Ja, man könnte sagen, es ist eine Art Demo. Und es ist schon atmosphärisch schon ein bisschen, ja, heftiger. Finde ich jetzt zumindest. Und ich würde mal sagen, starten wir das Spiel. Loading. Okay, und damit nochmal herzlich willkommen zu Slender Mod. Ja, wie ihr schon seht, es sieht schon ganz anders aus als eben das normale Slender. Wir sind jetzt wieder in einem Wald und laufen auf irgendwelchen Schienen. Erstmal gucken wir uns jetzt um hier. Ja, müssen wir schön umgucken. Und ihr wisst ja alle, es geht darum, wir müssen 8 Zettel finden. Ich nehme zumindest an, dass es in dieser Version auch so ist. Könnte sein. Ja, und auf jeden Fall laufen wir erstmal hier ganz gemütlich rum. Ihr seht auch schon die Pixel, also es pixelt und kriselt und rauscht. Wir kommen jetzt zu einem alten Haus. Mal kratzen, das sieht eher aus wie ein Bahnhof. Können wir hier... Okay. Also atmosphärisch ist es natürlich wirklich schon ein bisschen heftiger. Geräuschkulisse ist sehr gut. Können wir hier hochlaufen? Ja, Treppen können wir steigen, das ist gut. Denn da ist schon der erste Zettel. The Foeman. Und damit geht es los. Erst kommt das Gebohre. Erstmal tief Luft holen. Alter, finde, das sah jetzt gerade so aus, als ob der Boden beben wird. Aber natürlich, oh meine Ohren. Aber natürlich ist das nicht der Fall. Natürlich wird jetzt nicht die... Der Boden beben, das Problem ist, ich getraue mich nicht wirklich, mich umzudrehen. Ich weiß, es ist eine Seite, da kann noch nicht viel passieren. Und ich weiß auch nicht, wo ich langlaufe. Sorry, aber... Also ich kann auch rennen. Okay, also rennen kann ich auch. Oh, ich kriege jetzt an jeder Ecke totale... Hallo? Das Slender. Boah, Alter, geh weg. Komm ja nicht näher, weil wer da auch ist. Hallo? Oh, Alter. Ich krieg Harry. Jetzt schon wieder Panik. Wie gesagt, ich bin. Fuck. Was zum. My best friend. Ups. Ja, okay, also mein best friend. Meiner ist er auf jeden Fall nicht. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Nein. Lauf. Scheiße. Okay, wir laufen mal ein bisschen schneller. Es wird schon. Wird schon ein bisschen. Okay, das waren wir. Mussten durchatmen. Also wir haben ihn schon gesehen, sind ihm gerade so noch entkommen. Und auf dem Bild sah es so aus, als ob er sehr viele Hände hat. Was mag das wohl bedeuten? Ist das ein Slenderman mit 4 Armen? Boah, ich darf nicht stehen bleiben, Ich drehe mich nicht um und ich werde auch nicht stehen bleiben.
Aber durchatmen muss ich. Das gehört sich so. Hallo? Mr. Slender? Geh sie weg. Ich lauf mal lieber wieder. Was ist das? Das ist nichts. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Trial-Version dauert. Es kann jeden Moment aus sein. Entweder er kriegt uns oder das Spiel ist aus. Mich würde das erste, das zweite lieber freuen, weil das erste ist bestimmt nicht so. Mann, was ist das? Das ist nichts. Alter, ich weiß nicht, wo ich lang laufe. Also. Immer schön durchatmen. Soll ich mich mal umdrehen? Was meint ihr? Wollen wir uns mal umdrehen und gucken, was der Slender macht? Ob er hinter uns ist? Hallo? Hallo? Boah, Alter. Sorry. Ich krieg Panik. Attacken. Das Lustige ist halt diese Geräusche, die werden ja wirklich. Erstmal durchatmen, Mädel. Anscheinend sind wir dieses Mädchen. Ich weiß nicht genau, was. Dammit. Ist das erstmal. Fuck it, da ist ein Brief, da ist ein Zettel. Bitte, lieber Slender, lass mich. Lass mich bitte in Ruhe. Ist da was? Da ist doch was. Behind you. Wow, jetzt. Bitte schön zu mir. Da ist es kurz hängen geblieben. Muss sich die Framerate kurz wieder aufbauen. Die hat sich genauso erschreckt wie ich gerade. Oh Mann, drei Zettel. Wie weit werden wir jetzt noch? Da ist der vierte Zettel. Ach du Scheiße. Schau ihm nicht ins Gesicht. Ich guck nach unten. Ich guck nach unten, Slender, du kannst mir nicht. Alter, die Geräusche. Hilfe. Alter, Scheiße. Du schaffst mich. Oh Mann. Alter, Scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe, du Wichser. Lass mich in Ruhe. Die Framerate hängt gerade. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Never. Oh Mann. Komm noch ein bisschen durchschleichen. Ich bin ganz ruhig. Also bitte. Soll ich mich umdrehen? Soll ich ihn ins Auge sehen? Ja gut, da hat keiner auf, aber. Die Geräusche lassen nach. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich sollte mal ein bisschen im Wald reinlaufen, denn im Wald finde ich vielleicht noch ein paar Zettel.
Geräusche. Wir hören wieder ein Gestampfe. Ist das der Slenderman? Ist er zu einem Riesen geworden und von weitem sieht er so klein aus? Ein Zettel. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir auch noch ins Wasser. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, Wassergeräusche hören wir nicht. Aber okay, das macht ja nichts. Run. Was? Rennen. Ja, aber ich kann noch nicht so schnell rennen. Bitte, atmen. Dauerläuferin. Dauerläuferin. Bleib nicht stehen, bitte. Tut mir leid. Oh, Alter. Kannst du wieder. Jetzt sind wir wieder an den Schienen. Da, wo wir angefangen haben. Nirgendwo eine Spur vom Herrn Slender. Und da sind wir schon. Ah, ah, ihr blöden Viecher, ey. Oh Gott, ich sehe es kommen, das war's für uns. Das war's für uns. Hier waren wir doch schon. Alter, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wenn da jetzt hier irgendwo ist, ich guck nur. Oh, Alter, hier geht's nur noch raus. Oh, ich bleib hier in dem Haus. Hallo? Hey, komm her, Slender, das ist nicht mehr witzig. Slenderman. Lass mich in Ruhe. Das ist ein Licht? Hä? Da war doch gerade ein. Sollen wir wieder durchatmen? Da war doch gerade ein Licht. Oh Gott, Alter. Aber ich muss sagen, wir halten uns sehr gut. Also knapp 13 Minuten ungefähr schon. Oh, das ist nicht schlecht. Aber halt, ne? Hinten halt nichts mehr. Die zum Ausatmen kommen lassen, weil ich glaube, das bringt eh nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Slenderman, der Slenderman. Das ist er, der Slenderman. Ja, ist ja Jubel, ist ja gut. Ist, aber auch wir sehen ihn ja nicht mehr. Also wir haben ihn einmal gesehen, dann, ja gut, einmal haben wir ihn richtig gesehen, beim zweiten Mal haben wir bloß das Krieseln bemerkt. Aber wie heißt so gut, aller guten Dinge sind drei, ne? Und beim dritten Mal kann es dann das Ende sein. Ich hoffe mal nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel so findet. Slenderman. Oder was ihr allgemein von Slender haltet. Findet ihr es gruselig oder
Ja, wie ihr es findet, einfach mal reinschreiben. Und ich gucke jetzt hier weiter, dass ich noch die Zelle finde. Ohne natürlich den Slender in die Hände zu fallen. Ich weiß nur nicht wirklich, wenn ich mich umdrehe. Wenn ich mich umdrehe, wird er hinter mir stehen? Wird er vor mir stehen? Muss man wieder ausatmen lassen. Ausatmen. Ausatmen. Wir schaffen das schon. Ist das Wasser? Ne, ja, das ist ein Weg. Was zum. Ach nö, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle mit dem Wasser. Oh Mann. Er steht da, run. Run. Also wir rennen ja schon, aber. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt alle 8 Seiten finden kann. Nee, warte mal, was ist denn hier? So, nee, hier wollen wir ja auch schon. Oh, wow, 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 wow. Ach, da ist er ja. Ich hab ihn gesehen. Wollen wir mal gucken? Ah! Ja, meine Freunde, und das war eine Folge Slender Mod, beziehungsweise Let's Test Slender Mod. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hatte. Also ich fand es schon sehr gruselig. Man hat mir es vielleicht nicht angesehen, aber ich habe schon geschwitzt wie blöde. Also wie verrückt geschwitzt, ne? Ja, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, zu einer nächsten Folge Horror Game. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ich mal spielen soll. Und ansonsten, Peace out. Ich bin raus und tschüss.